Ja, moin. Wer hat letztes Jahr den ähnlichen Vortrag von mir gehört? Sauber. Hallo Dom, ich denke, du wirst das alles schon kennen, was ich gleich erzähle. Ich gebe mir Mühe, etwas langsamer als du zu reden. Ich habe auch viel mehr Beispiele, wo man sehen kann, was ich wie konfiguriert habe. Mal gucken. So, also der wesentliche Inhalt hier ist, dass wir den wundervollen Perl-Werkzeugkasten in so einer tollen CI-Umgebung wie GitLab sie bietet, nutzen können. Das hier sind Demo-Projekte, die habe ich verlinkt, die funktionieren, die könnt ihr dann runterladen, ausprobieren und selber mit rumspielen. Deswegen sind die relativ schlicht. Es sind meine Erfahrungen, die ich im letzten Jahr gesammelt habe. Letztes Jahr habe ich halt schon mal was über GitLab erzählt, wie das mit Perl funktioniert. Da waren mir so ein paar Sachen noch aufgefallen. Ich hatte so einen kleinen Wunschzettel und da habe ich jetzt dran weitergearbeitet. Das hier soll eine Einführung sein. Ich werde also längst nicht so schnell sein wie Dom, der ganz viel erzählt hat. Zeugs, glaube ich. So, jetzt ist gleich der Moment, wo ihr aufstehen könnt und rausrennen, wenn das hier nicht für euch ist. Also einmal gebe ich eine Einführung in die GitLab CI. Wie man es konfiguriert. Erzähle noch so ein bisschen, wie man Perl-Distributionen testet und paketiert. Das wisst ihr vermutlich, deswegen habe ich sehr, sehr kurz. Dann für mich persönlich ein Highlight, wie man ein Docker-Image automatisiert mittels GitLab erzeugt. Da habe ich ziemlich viel Liebe reingesteckt und Zeit. Und wie erwähnt, die öffentlichen Beispielprojekte, mit denen ihr dann weiterarbeiten könnt. Erstmal erzähle ich ein bisschen was. Was ist denn eine CI überhaupt? Zeig mal kurz per Hand, wer weiß noch nicht, was CI bedeutet. Okay, dann kann ich das so noch machen. Und dann habe ich so ein paar Anforderungen an mich selber gestellt. Was brauche ich eigentlich? Das ist dann, ich möchte es automatisiert haben, ich möchte es mehrstufig haben. Was das bedeutet, erzähle ich dann gleich. Ich möchte abhängige Projekte konfigurieren können. Und ich möchte möglichst in den diversen Builds immer eine identische Umgebung haben, damit ich Fehler in dem Code suchen kann und nicht in der Bildumgebung, die sich laufend geändert hat. GitLab hat sich über die Jahre viel, viel weiterentwickelt. Es hat mal angefangen als Webanwendung zur Versionsverwaltung auf der Basis von Git. Es bringt ganz viele Sachen mit, ohne dass man Geld zahlen muss. Da bin ich ursprünglich darauf gekommen. Also private Repos, die nicht gleich alle Welt da draußen sieht, wie bei GitHub. Gut, jetzt, wo sie gekauft wurden, haben sie auch private Repos umsonst. Aber ich wollte das gerne nicht alles gleich öffentlich sichtbar haben. Deswegen bin ich da ursprünglich mal drauf gestoßen. Und ganz viel anderer Kram oder Zeugs ist da auch mit drin, das Ticketsystem, die ganze Pipeline, die tolle. Dann haben sie auch für umsonst eine Docker-Registry, muss man nicht selber aufsetzen, man kann also die Docker-Images selber da ablegen. Auch hier wieder privat, man legt nicht wie bei Docker-Hub Images hin und die ganze Welt sieht sie gleich, welche Fehler man gemacht hat und wie schlecht die Images sind, sondern das ist erstmal verborgen. Das Geschäftsmodell ist Open Core, was bedeutet das? Im Kern ist das Ding wirklich umsonst. Und es ist Open Source, man kann GitLab runterladen, installieren. Es gibt besondere Features. Wenn man die haben möchte, muss man Geld bezahlen. Aber ich habe bis jetzt noch nichts da gefunden, wofür ich Geld zahlen müsste. Wir können das immer noch umsonst benutzen. Und irgendeine lustige MIT-Lizenz. Also man kann lustig dran rumhacken. Was ist jetzt eine CI? Du hast, glaube ich, gerade aufgezeigt. Früher gab es sowas wie Nightly Build. Da haben Leute im Team gewerkelt und nachts dann mal die Software durchgebaut. Mittlerweile ist ja alles viel schneller geworden. Jetzt will man das möglichst bei jedem Commit haben. Es gibt also Entwickler A, B, C. Die lassen bei sich natürlich auch mal die Tests durchlaufen und wollen dann probieren, herauszufinden, ob das dann insgesamt mit den Codeänderungen der Kollegen auch funktioniert. Und deswegen wird es an einer Stelle integriert. Der nächste Schritt ist dann das Continuous Deployment, dass man gleich auf den Knopf drückt und wenn alle Tests durchlaufen, alles gut ist, alles ist grün, dass es dann gleich möglichst auch live deployed wird, haben wir vorhin gehört, machen nicht alle, manchmal muss man das noch manuell machen, aber es gibt auch Firmen, die
wirklich, wenn alles durchläuft, sagen, okay, dann kannst du raus. Da guckt einer mal rauf, die Software ist automatisiert getestet, wir vertrauen ihm soweit, raus damit. So, meine Anforderungen. Ich hätte es gerne automatisiert. Haben wir vorhin schon gehört, geht. Man committet also hin. Dann läuft die CI-Pipeline los. Was da drin ist, zeige ich gleich. Und wenn irgendwas fehlschlägt, soll mir das gemeldet werden. Das funktioniert auch. Da kriegt man einfach eine Mail zum Beispiel. Sieht es in der GUI, wenn man sich anmeldet. Aber nach wenigen Minuten, wenn dann ein Fehler aufgetaucht ist, kriegt man das per Mail auf den Commit, kann da reinklicken und ist genau bei dem Commit, der den Fehler dann verursacht hat. Ich möchte das auch alles konfigurierbar haben. Ist das jetzt ein Post-Commit-Hook, der das dann triggert, oder muss man pushen? Pushen. Also nicht nach Commit, sondern nach Pushen. Ja. Okay, gut. Ich habe mich gerade gewundert. In meinem Geist ist es immer der Commit, weil ich quasi Ja, immer, das ist ja, ja. das war gerade nicht gestolpert in der ist. Ja, man kann das bestimmt auch. Ne, später, vielleicht. Ja. So, die Konfiguration. Sind hier YAML-Freunde im Raum? Man kann das per YAML wundervoll konfigurieren. Es wird dann eher länglich. Sie haben sich ein eigenes Format ausgedacht. Es sieht dann so aus, wenn man es konfiguriert hat und die Schritte durchlaufen, dann wird ein Docker-Image gestartet. Man hat den Container, die Befehle laufen komplett da drin, alles isoliert. Hinterher wird es alles weggeräumt. Man kriegt die Testergebnisse, wenn man dann konfiguriert hat, dass Test laufen soll, kriegt man die mit ausgegeben. So, und da haben wir schon das erste Problem, wenn wir eine Perl-Anwendung laufen lassen. Wir brauchen ja vielleicht doch mal ein Modul, weil nicht alles selbst gemacht ist, wie bei Motolicious zum Beispiel, und dann wird was nachinstalliert. Das passiert dann während des Builds. Wenn man im Prinzip an meines was nachlädt, dann macht er das wirklich und zieht beim Bauen von Cpan die ganzen Geschichten. Jetzt kommt ein kleines Beispiel. Dissilla habe ich mir genommen, das funktioniert für mich ganz prächtig. Ich habe da noch eingebaut, dass die Testabdeckung gemessen wird, wenn die Tests laufen. Wenn das Paket gebaut werden konnte und die Tests durchlaufen, dann soll ein sogenanntes Artefakt erzeugt werden. Was ist das? Das ist ein Dings, normalerweise in der Perl-Welt ja ein Target-Z, was die Distri enthält. In dieser Continuous Integration Deployment Welt heißt sowas dann immer ein Artefakt. Das liegt dann halt irgendwo rum. Das wird an eine Stelle geschoben und man kann es sich dann runterladen. Ich habe ein Docker-Image liebevoll von Hand mir zusammengebaut, das ich da verwendet habe innerhalb des letzten Jahres. Da komme ich dann später dazu. Da wird das eben automatisiert erzeugt. Aber hier ist es erstmal eins, was mit Handarbeit erzeugt wurde. Da ist der Link. Wenn die Folien dann online sind, dann könnt ihr darauf gehen. Man könnt auch jetzt schon abschreiben. Das ist alles daraus. Das fängt so an. Oben schreibt man hin, welches Image man haben möchte. Das fängt an mit der Registry, wo die ganzen Images liegen. GitLab bringt die eigene mit. Innerhalb des Jobs, der dann läuft, wenn die Continuous Integration abgefahren wird, kann man darauf zugreifen, weil ich berechtigt bin, das zu tun. Es gibt dann ein ausgeklügeltes Berechtigungsmodell innerhalb von GitLab. Normalerweise ist das so, dass man eigentlich nichts mehr machen muss, das läuft so. Diese Registratur, die da steht, mit der Organisation, die dahinter kommt, Perl Services Demo, enthält dieses Image, das so heißt. Und da das Projekt Perl Services Demo Base privat ist, kann ich dann nur darauf zugreifen, nicht die ganze Welt. Wenn ich es jetzt öffentlich mache, so wie dieses hier, was jetzt ja für diesen Talk ein öffentliches Projekt ist, kann das alle Welt runterladen. Aber normalerweise bei privaten Projekten ist das nicht verfügbar. Hier stehen dann so ein paar Befehle, die am Anfang bei jeder CI dann abgefahren werden. Cpan-minus installiert erstmal aus dem Cpan-File die Module nach. Dann frage ich noch Distilla, welche Module werden dann noch benötigt mit dem Author-Depths, und dann sage ich nochmal List-Depths, gib mir auch nochmal die Module, die benötigt werden, und die werden dann installiert.
kennen alle die Optionen, die hier stehen. Skip Satisfied ist relativ neu. Kennt das jemand nicht? Gut. Der Normalfall von CPAN Mine, es ist merkwürdigerweise, dass es immer guckt, ob auf CPAN eine neuere Version vom Modul da ist. Das kann man hiermit verhindern. Also wenn ich nur gesagt habe, ich möchte Modul XY und das schon im Image drin ist, wird es nicht nachgeladen. Ja, und hier Missing sieht ganz ähnlich aus. Also Diesel kann ich sagen, gib mir mal alle Module, die ich brauche, um an der Distribution zu entwickeln. Wenn ich Missing sage, kriege ich nur die Liste der Module, die eben noch fehlen. Und hier genauso grundsätzlich alle Abhängigkeiten, die ich brauche für die Distri, zeige ich mir die auf. Wenn ich Missing sage, bitte nur die noch nicht da sind. Und dann habe ich hier quasi zwei oder drei Stufen, die absichern, dass nur das wirklich Benötigste nachgeladen wird. Warum mache ich das? Damit der Build möglichst schnell ist. Ich will nicht immer alle Module und ich will auch nicht immer alle Versionen vom neuesten Stand haben. Das dauert. Ja. Das ist so ein bisschen, da komme ich dann gleich noch drauf, eine Anforderung, dass der Build stabil sein soll. Wenn ich mir bei jedem Bild die neuesten Module hole, dann ist das wackelig. Das möchte ich eigentlich nicht. So, dann haben wir den Schritt des eigentlichen Bauens. Das ist relativ kurz. Hier sage ich, das ist die Stage Build. Die erkläre ich gleich noch. Ich habe im Endeffekt da mehrere Stages, die nacheinander loslaufen. Hier sage ich, was eigentlich passieren soll. Das sind Shell-Skript-Befehle, die in jeder Zeile in einer eigenen Shell ablaufen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Dom. Aber eigentlich macht man hier eine YAML-Liste auf und kann dann Shell-Skripte da reinmalen. In diesem Fall ist es nur der eine Befehl. Bauen wir das zusammen. Das, was da unten so viel steht, ist das Artefakt, das erzeugt wird. In dieser schniegen Syntax, die Sie sich überlegt haben, steht da, macht das bitte immer. Hier kann man auch reinschreiben, macht das nur, wenn der Build erfolgreich war oder nur, wenn es fehlschlägt. Wenn es fehlschlägt, wären die Logs vielleicht interessant, die irgendwo rumliegen. Dieser Name, das hier sind Variablen, die automatisch gesetzt werden. Die fangen immer bei GitLab mit CI- an. Und dieses Artefakt möge bitte aus folgenden Dateien bestehen. Hier kann man auch wieder eine Liste reinschreiben, beliebig viele Dateien. In diesem Fall weiß ich, wenn der Build erfolgreich war, hat mir Dizilla dieses Artefakt dahingelegt. Da ich nicht jedes Mal hier rein möchte, wenn sich die Version zum geändert hat, habe ich da halt den Wildcard rein. Und dann gibt es hinterher ein Archiv. So sieht so ein Durchlauf mal aus. Wie viele sind nicht hier, die schon mal mit Docker rumgespielt haben? Eine Handvoll? Okay. Nein. Davon ist ein Zeigefläche. Okay. Cool. Hier oben geht's los. GitLab sagt uns hier, wir fahren mal einen neuen Container hoch und das ist das Image, das wir nehmen. Das habt ihr euch hoffentlich gemerkt aus der Konfigurationsdatei. Das ist genau das, was wir da reingemalt haben. Dann gehe ich da los. Je nachdem, wie groß das Image ist, dauert das halt. Dann sagt er hier, ja, ich fange jetzt mal an, leg los und das hier sind dann halt die Befehle, inklusive der Ausgabe dann dazwischen. Hier können wir jetzt sehen, okay, es waren wohl alle Module im Image drin, deswegen hat er hier nichts gesagt. Und dann geht es weiter mit dem Bild. Das ist ein sehr kleines Modul. Je nachdem, was man jetzt bei Distiller dann konfiguriert hat, macht er halt lustige Dinge, während er paketiert und hat dann letzten Endes hier irgendwas erstellt. Und hier ist dann der Ausgabeteil, der mir sagt, ich konnte das Artefakt hochladen zu irgendeinem Koordinator, was auch immer das dann ist. Und dann könnt ihr hier die URL lesen, unter der man das abrufen kann.
Die wird angezeigt, wenn man mit der Maus darüber verharrt. Ihr könnt es auch einfach runterladen. Also glaubt mir einfach, hier steht eine URL und ihr könnt die einfach mit Curl oder so ansprechen und dann das runterladen. Im letzten Jahr habe ich ja so ein bisschen erzählt, dass ich dieses Artefakt dann genommen habe, um in meinem anderen Projekt das dann zu installieren. Also ich habe in einem abhängigen Projekt, das sich auf dieses Projekt verlassen hat, dann mit Curl das da rausgeladen und in dem zweiten Projekt das installiert. Das mache ich jetzt nicht mehr. Dazu komme ich gleich. Jetzt kommen erstmal die Stufen, die aufeinander aufbauen. Ich hätte gerne ein mehrstufiges Verfahren. Und wenn ein Fehler auftaucht in einer Stage, möchte ich, dass er sofort abbricht. Ich möchte möglichst schnell einen Fehlschlag gemeldet bekommen. Ich möchte nicht warten, dass alles durchläuft und irgendwann dann mal die Rückmeldung kriegen. Das wisst ihr selber, Test-Suites werden vielleicht auch ein bisschen größer, das dauert dann und da will man nicht dreimal einen Kaffee trinken gehen und wieder im Meeting sitzen oder so. Man möchte schnell den Fehler dann sehen und das reparieren können. Und ich hätte es auch gerne so, dass wenn ich an den Stages bin, sagen wir mal Build, Test und dann Release, wenn ich beim Testen zum Beispiel mehrere Testarten habe, sowas wie Unit-Tests, Integrationstests, Systemtests, dass sie vielleicht auch schon parallel laufen. Das geht, jetzt kommt wieder der Stock. Hier kann man sich selber konfigurieren, welche Stages man dann haben will. Beliebig viele, beliebig benannt. Hier geben wir die dann an. Hier oben ist ein, ich nenne es mal Block. Weißt du einen besseren Begriff, Dom? Ich weiß nicht. Also nehmen wir mal, ja, oder man nimmt, genau, Job ist vielleicht ganz gut. Man definiert einen Job und sagt, an welcher Stage der Job laufen soll. Und wenn man mehrere Jobs in einer Stage konfiguriert hat, dann laufen die parallel. Hier habe ich jetzt mal so einen Fall, ich habe Test und Test Coverage, die sind beide in der Test Stage. Das eine macht schlicht was auch immer diese dann macht, wenn man Test sagt und wenn man noch so ein Kommando installiert, das die Coverage messen soll, dann macht er das auch. Man kann die auch auf GitLab anzeigen lassen. Sie haben da so eine Direktive, mittels der man hier eine regex hinschreibt, die dann aus der Ausgabe von Diesel Cover das passt und die Prozentwert in der GUI anzeigt. So sieht das dann aus in der Oberfläche. Hier sind die Stages. So sieht es aus, wenn was nicht klappt. Hier sind die Commit-IDs, die man sieht, wenn man gepusht hat. Hier habe ich jetzt eine fehlschlagende CI-Pipeline, die mir aber nicht früh eine Meldung gegeben hat, weil es immer bei den Tests hinten erst fehlgeschlagen ist. Wenn das hier vorne fehlschlägt, geht es nicht weiter und ich kriege gleich die Rückmeldung. Dann macht er den anderen Kram gar nicht mehr. Man kann sich das Ganze auch noch ein bisschen netter grafisch anzeigen lassen. Hier ist das auch nochmal dargestellt. Sie laufen halt parallel dann los und hier hinten wird das wieder zusammengeführt. Dann kommen die nachfolgenden Schritte. Zum Beispiel ein Release. Und hier oben sehen wir auch ein kleines, feines Modul. Hat ein bisschen mehr als 2,5 Minuten gebraucht. In diesen 2,5 Minuten hat die GitLab CI das Docker-Image geladen aus der Registry, den Container hochgefeuert, geguckt, ob alles installiert ist, was man braucht. Das, was fehlt, nachinstalliert, die Tests ausgeführt und das Ding paketiert. Geht also relativ flott. Dom, ihr habt das ja, glaube ich, bei euch installiert. Wir nutzen das noch so in der freien Variante, die kein Geld kostet. Das stimmt, das war das Omnibus im das Release, glaube ich. Ne? Ja. Mhm. Gut. Also der Punkt, den ich bringen will, ist, wenn einem das zu langsam ist, muss man sich halt doch was selber installieren. Wir sind immer noch damit gut gefahren, also wir haben so im Schnitt Rückmeldungen binnen einer Viertelstunde, das reicht dann schon. Wenn man es schneller haben möchte,
muss man selber installieren, denn man teilt sich mit den anderen Leuten auf der Welt. Tschüss, Rolf. Mit den anderen Leuten auf der Welt, die das freie System nutzen, irgendwelche gescherten Hosts, wo es dann läuft, dann gibt es halt Ressourcenprobleme irgendwann. Ist nun mal so. Aber dafür ist es umsonst. Zum Ausprobieren vielleicht nicht schlecht. Meine nächste Anforderung. Ich möchte gerne, wenn der eine Build erfolgreich durchgelaufen ist, einen anderen Build auslösen in einem anderen Projekt, das auf diesem basiert. Und ich möchte vielleicht nicht immer alles komplett machen, sondern ich möchte vielleicht auch sagen, baue das jetzt nur neu, wenn sich eine Datei geändert hat. Oder baue das nur, wenn in einen Branch reincommittet wurde. Das kann GitLab. Das nennt sich dann Triggern. Man kann andere Projekte auslösen. Früher, also in meinem Fall im letzten Jahr, war es noch so, man musste sich umständlich im Benutzerprofil irgendwelche Tokens generieren und die dann rüberkopieren in das abhängige Projekt. Das war alles nicht so schön. Mittlerweile haben sie was geändert oder ich habe den Teil in der Doku gefunden. Kann man sehen, wie man will. Es gibt automatisiert generierte Tokens, die nur während eines Jobs gültig sind. Die liegen dann in einer Umgebungsvariablen und damit ist dann sichergestellt, dass nicht jeder auf die Artefakte zum Beispiel zugreifen kann. Irgendwie muss man sich halt authentisieren. Und das geht dann so. Man stößt das Formular an und malt hier dieses wundervolle Token rein. Und hier bei der URL müsst ihr mir auch einfach glauben, vielleicht gibt es bald ein V5 des APIs, man weiß das nicht. Dieses ist die ID des Projekts, das ich anstoßen möchte. Und na gut, das ist relativ selbstsprechend, man soll dann halt die Pipeline triggern. Das hier ist ganz nett, macht das bitte nur im Master Branch. Also wenn alles vorher funktioniert hat, was ich eben gezeigt habe, wenn es gebaut werden konnte, paketiert, wenn die Tests durchgelaufen sind, dann löse bitte das andere, den anderen Bild aus dem anderen Projekt, aber eben nur, wenn ich mich im Master Branch befinde. Das heißt, im Feature Branch ist mir das Wumpe. Das ist dann der Ausschnitt aus dem Bild, was wir eben gesehen haben, ein bisschen weiter nach rechts. Hier sind die Tests abgelaufen, hier wird zusammengeführt, dann stößt man halt den Trigger an und hier kann man so ein bisschen erkennen, da steht dann Downstream, das ist das andere Projekt, das dann losläuft. Und auf der anderen Seite sieht es dann so aus in der GUI. Ich kann ja erkennen, woher ich gekommen bin und hier liegt mein Bild dann los. Man kann also in beiden Projekten jeweils sehen, woher das kommt, damit man dann die Möglichkeit hat, zu unterscheiden, auch visuell. Hat da jetzt jemand was committed oder wurde es automatisiert ausgelöst? Na, jetzt kommt der Teil, über den wir eben schon geschnackt hatten. Ich möchte gerne, dass das Ganze stabil ist. Ich möchte nicht, dass sich von Commit zu Commit die Bildumgebung ändert, weil ich nicht möchte, dass über CPAN-Abhängigkeiten vielleicht neue Fehler reingebracht werden. Weil ich denke, dass mein Code so schlecht ist, dass die Fehler erstmal bei mir liegen. Ich möchte dann nicht auch noch bei den anderen Modulen suchen müssen. Das kann ja ein bisschen hakelig manchmal sein. Dazu gehört, dass ich nicht möchte, dass das Betriebssystem Pakete installiert. Ja, das kann man konfigurieren. Und ich möchte eben auch nicht, dass sie installiert werden. Das hat so ein bisschen mit den Schaltern zu tun oder Optionen, die ich eben schon gezeigt hatte. Man findet ganz viele Beispiele, wo am Anfang von so einer CI-Pipeline erstmal steht, apt-get, apt-update, apt-get-install und so weiter. Das sollte man nicht machen, weil man damit ja nun mal das Betriebssystem ändert. Egal, ob das nur virtualisiert ist oder nicht virtualisiert oder wie man das auch immer nennt, wenn man nebenbei auch noch das ganze Betriebssystem ändert, dann hat man bei der Fehlersuche echt Probleme. Hilfreich war bei dem Verhindern, dass neue Module installiert werden,
Einmal, was ich gezeigt hatte mit dem Missing, das so festzuzurren, dann zu gucken, dass nicht wie wild alles nachinstalliert wird, und was auch dem wirklich, wirklich geholfen hat, ist jetzt vielleicht auch keine Überraschung, wer schon mehr mit Docker was getan hat, das Image genauso zuzuschneiden, wie ich es brauche. Ja. Wann ist denn deiner Meinung nach der Zeitpunkt gekommen, das Host-Betriebssystem mal abzudecken? Das ist nicht Bestandteil dieses Vortrags. Wir können gerne vielleicht nur so viel. Docker hilft dir da nur in Teilen. Du musst das Basis-Image, auf dem du aufsetzt, auch regelmäßig mal wieder aktualisieren. Da musst du selber hinterher sein. Ich glaube, es gibt irgendwo Warnungen. Man kann sich bestimmt irgendwo eintragen. Da muss man abwägen. Ja. Also ich habe Docker selber noch nicht produktiv benutzt, aber mein bisheriges Verständnis ist, dass ich als Projekt hier so ein Docker-File bereitstellen möchte oder auch so ein fertiges Image, wo halt so alle Abhängigkeiten drin sind, was auf dem aktuellen Stand ist, und das will ich eh pflegen für die Produktivsysteme, damit jemand rumspielen kann, das entwickeln. Und das will ich dann auch in CI benutzen und da eben nicht weiter verändern. Habe ich das so richtig verstanden? Okay. Ja. Denn wenn dann Fehler auftauchen, kannst du schon mal ausschließen, dass es an der Umgebung liegt. Da hat sich nichts geändert, denn die ist stabil geblieben. Es muss also an der Zeit liegen oder an dem Code. Da muss die Zeit sein. So, nochmal kurzer Rücksprung. Zipans meines Zügeln, das sind diese Schalter insgesamt, hier diese Menge, dass eben nicht das Neueste installiert wird. Und jetzt kommt was, worüber ich mich sehr gefreut habe, als ich es dann endlich hingekriegt hatte. Ich baue das Docker-Image, das ich brauche, mit den Abhängigkeiten mir selbst zusammen, wenn sich das CPAN-File oder die Dist-INI geändert haben. Das hier ist die Sprache. Mach das bitte nur. Also trigger nur den Bild vom Image, wenn CPAN-File oder Dist-INI sich geändert haben, weil man da ja typischerweise seine Abhängigkeiten reinschreiben. Dann bau bitte das Image neu. Das Image verbirgt sich hinter diesem Projekt, da kommen wir jetzt zu. Die beiden mögen sich sehr, GitLab und dieses Docker. Dazu muss man wissen, dass GitLab ja immer so einen Container hochfeuert, wenn man was getan hat. Wenn ich jetzt also ein Image, ein Docker-Image in diesem bauen möchte, dann läuft Docker in Docker. Wir hatten heute Morgen schon so ein bisschen bei WebPerl siebenfach geschachtelte Rekursion, glaube ich. Früher musste man dann wie wild rumhacken, aber es gibt da mittlerweile ein sehr schönes Image für, das dann allerdings auf Alpine Linux basiert. Das ist also nicht apt-get und so. Da liegt auch wieder ein Demo-Projekt, wo ihr das nachgucken könnt, was ich jetzt erzähle. Also ich möchte jetzt das Docker-Image, das ich selber brauche, automatisiert bauen, wenn sich bei dem Projekt, was es braucht, was geändert hat. Also das habe ich mir aus dem Netz zusammengesucht. Da waren drei Stages, Build, Test, Release. Und dieses Image lade ich bei Erfolg dann hoch in den Registry. Das sieht dann so aus. Wir wollen den letzten stabilen Release von Docker. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Es könnte so ein Backing-Service sein, der Dinge tut, den du erwähnt hast, wenn du das kennst. Das wird garantiert für Docker im Docker stehen. Bevor wir loslegen, möchten wir erstmal Paketquellen aktualisieren. Da möchte ich, dass das Aktuelle dann kommt. Lege ich jetzt mal so fest. Dann melde ich mich bei der GitLab Registry an. Hier haben wir auch wieder dieses geheime Token, das innerhalb des Jogs gültig ist, sodass ausgeschlossen wird, dass ich
jeder Hans und Franz aus der Welt sich da anmeldet. Und dann kommen wir die Stages. Das hier haben wir bei dir vorhin, Dom, glaube ich, auch schon gesehen. Hier werden so ein paar Variablen definiert. Einmal, wie mein Test-Image heißt. Das ist der Basisname. Hierhinter kommt das Tag von dem Image. Das setzt sich zusammen aus dem aktuellen Namen des Jobs. Und wenn ich es hinterher release, dann heißt das so mit dem Latest-Tag, wenn dann alles funktioniert hat. Das sind die einzelnen Stages. Die müsst ihr mir einfach so glauben. Wer schon mal mit Docker gespielt hat, wird das erkennen. Docker Build baut das anhand des Docker-Files. Dann wird das Test-Image gepusht in die Registry. Das Testen, das läuft ja in einer separaten Shell, holt dieses Test-Image raus, lässt das laufen und hier hinten male ich einen Befehl rein, der mir sagen soll, ob das Image funktioniert. Ich habe jetzt mal gesagt, okay, CPAN minus will ich drin haben. Wenn das funktioniert, dieser Aufruf, es wird also aus diesem Image ein Container erzeugt und darin wird dann CPAN minus ausgeführt. Wenn das klappt, dann ist per Definition mein Image in Ordnung. Und hier beim Release hole ich mir das Test-Image, das, was ich hier gerade getestet habe, tagge das dann unter dem richtigen Namen, also mit dem Latest-Tag, was wir oben eben gesehen haben, und das wird dann hochgepusht. Hier bitte auch wieder nur Masterbranch. So, ich habe gesagt, ich schnitze mir jetzt das Docker-Image zurecht, genauso wie ich das in dem abhängigen Projekt brauche. Dafür brauche ich aber CPAN-File und Dist-Ini aus dem abhängigen Projekt. Also muss ich den Code da irgendwie reinkriegen. Wie mache ich das? Ich klone mir einfach die Projekte. Und dann installiere ich alles. Und dann ist das Image genauso zugeschnitten, wie ich es gerade brauche. Das ist jetzt so ein Docker-File. In diesem Fall basiert das Image auf dem letzten Debian. Und das kennt ihr vielleicht, wenn ihr da mal unterwegs wart. Hier werden jetzt die Pakete installiert. Beliebig viele. Die habe ich jetzt nicht alle aufgelistet, aber da geht es halt los. Eine nette Best Practice, wenn man sowas macht. Die Docker-Geschichte läuft in Schichten ab. Wenn dieser Befehl durchgelaufen ist, wird ein Image erzeugt. Darüber wird im Dateisystem eine Schicht gelegt, die erhält, was hier dann erfolgreich durchgelaufen ist und so weiter und so fort. Deswegen soll man Upgrade, Update, Upgrade, Install immer in einem Run-Befehl machen. Denn ansonsten hat man hier vielleicht Upgrade, Update gemacht, erfolgreich durchgelaufen und wird dann gecached und nie wieder ausgeführt, sodass man hier mit Upgrade-Install dann auf völlig veralteten Quellen vielleicht arbeitete. Also immer so hinschreiben. Die lange Paketliste erspare ich uns jetzt mal. So, was habe ich dann gemacht? Ich habe mir mal eine Gruppe angelegt und einen User, damit nicht alles als Root läuft, und klone mir hier in einem frisch angelegten Verzeichnis die abhängigen Projekte. Das kennen wir schon. Da darf ja nicht jeder rauf auf dieses Projekt, also klone ich mir den Kram hier rein. Es gibt dann ein Source-Verzeichnis, wo die beiden Projekte, die dieses Image haben wollen, dann drin liegen. Und dann mache ich das, was ihr schon kennt. Quasi genau das Gleiche, nur hier jetzt im Docker-File, wenn das Image gebaut wird, dann soll er sich bitte die ganzen Module laden. Das will ich dann jetzt. Hier hilft es natürlich auch, dass man in der Dist-Ini und im CPAN-File möglichst genau die Version reinmalt, die man haben möchte. Normalerweise malt man ja nichts rein und dann wird immer das Aktuelle genommen, aber wir hatten schon den Fall, dass neuere Versionen Fehler enthielten. Das hat dann ziemlich viel kaputt gemacht. Und diese Zeile ist relativ wichtig. Das wird ausgeführt, wenn der Container gestartet wird. Damit man das in GitLab verwenden kann, dieses Image, muss das da stehen. Die Entwicklergemeinde ist sich uneinig, ob das ein Bug oder ein Feature ist. Damit man dieses Image, was da erzeugt wird, in der GitLab
CI-Pipeline verwenden kann, muss das da rein. Es gibt ein Ticket bei denen, da wird auch wild dokumentiert und kommentiert und gerätselt, aber das muss erstmal so sein. So sieht das dann aus, wenn das durchgelaufen ist. Das hier sind die einzelnen Schichten, von denen ich sprach. Da legt er dann los. Hier hat er festgestellt, oh, und diese Schicht gibt es ja schon von dem Dateisystem. Ich pushe ihn nochmal weiter und dann ist er irgendwann fertig. Das Bauen des Images hat jetzt 5 Minuten gedauert. Das geht eigentlich. So. Interessant. Gut. Die Zusammenfassungsfolie ist weg. Ja. Also, wenig überraschend, alle Anforderungen, die ich hatte, sind jetzt erfüllt. Ich bin soweit erstmal glücklich. Ich schnitze jetzt noch ein bisschen an der Performance rum. Vor diesem Jahr war es so, dass die Builds immer sehr lang waren, weil eben von CIPA Module installiert wurden, weil ich die Artefakte klonen musste und nachinstallieren musste. Dadurch, dass ich jetzt das Image vollautomatisiert erzeugen kann, ist das alles wesentlich schneller. Und ich habe ein Image, das ich genauso zuschneiden kann, wie ich es haben möchte. Ich muss nicht irgendeins aus dem Netz nehmen, das auf Docker Hub liegt, das nicht signiert ist, bei dem ich gar nicht weiß, was da drin ist, sondern hier baue ich mir das selber und es ist alles automatisiert. Das heißt, ich muss nichts tun. Ist das ein Foto? Ja. So. Jetzt. Ja. Ich habe bei der Art von Continuous Integration immer das Problem, dass wenn das Ding nicht durchläuft, ist es trotzdem schon auf dem Master. Es ist schon committed. Also normalerweise sollte man ja, wenn man verteilt entwickelt. Aha. Was ist dann bei euch der Branch, wo die Leute sich dann das Zeug ziehen, um weiterzuentwickeln? Weil der letzte Commit, der da drin ist, funktioniert ja nicht. Eigentlich würde ich sagen, Pre-Commit oder Pre-Receive, das wäre eigentlich das, wo man sowas machen müsste, aber das dauert ja viel zu lange. Ja, aber du kannst ja innerhalb von innerhalb deines Teams kannst du dir überlegen, nach welchem Entwicklungsmodell du vorgehst, ob du jetzt Feature-Branches machst oder nicht und das alles so konfigurieren. Da bist du völlig frei, da wird dir gar nichts vorgeschrieben. Das ist mir schon klar, aber wie entwickelt ihr dann? Also wo ist dann, also normalerweise nimmt man schon das Letzte auf dem Master. Ist jetzt die Frage, wofür? Für ein Release, ja. Für den nächsten, wenn er entwickelt, weil er wollte deinen aktuellen Code rein, aber der ist ja buggy. Ja. Also wie arbeitet ihr dann? Wie macht ihr das dann? Was habt ihr denn für ein Entwicklungsmodell? Möglichst kleine Branches haben funktioniert. Und dann müssen alle, wenn du im Masterbranch Fehler hast, sich auf den Masterbranch stürzen und gemeinschaftlich als Team diesen Bug lösen, weil dann offensichtlich beim Integrieren ja irgendwas schiefgelaufen ist. Ist es beim Integrieren schiefgelaufen oder ist es bei mir schiefgelaufen? Ich habe ja gerade gepusht. Ja. Das ist auch wieder so eine philosophische Frage. Also eigentlich, die wahre Lehre sagt, ja, entwickelt keiner weiter. Der Masterbranch ist gerade kaputt, die heilige Kuh. Da müssen sich jetzt mal 2, 3 Leute, ich meine, du hast ja aus das nicht böswillig gemacht, setz dich mal voraus, sondern hast vorher natürlich dich nicht darauf verlassen, dass die CI-Pipeline die Tests ausführt, sondern du hast sie ja natürlich selber vorher lokal alle ausgeführt. Sonst hast du ja nicht gepusht, richtig? Genau. Jetzt kräftiges Nick. Ja, vielleicht im Team ein Pre-Commit-Hook und vielleicht auch sogar ein Pre-Receive-Hook auf dem GitLab drauf. Wenn das eh nur Part-Tests sind. Also wenn es nur Part-Tests sind, dann würde ich das mehrstufig machen. Dass das schon gar nicht bis, dass es gar nicht committed wird. Also so mache ich es zum Beispiel, dass ich einen Pre-Receive-Hook habe, der schnell durchläuft, der muss innerhalb von ein paar Sekunden durchlaufen. Und dann nimmt er das gar nicht an. Ja gut, aber gehen wir mal davon aus, du hast das gemacht und bei dir lief alles gut. Dann hast du ja trotzdem noch den Fall beim Integrieren,
schlägt's fehl und das kann an allem liegen. Das muss nicht an dir liegen. Es kann auch daran liegen, dass jemand anders Vorbereitungen nicht sauber abgeschlossen hat. Da müssen sich dann alle drum kümmern. Weiß nicht, wie macht ihr das? Also wir machen Topic Practice auf, die dann getestet sind, wenn sie funktionieren, wenn sie nicht machen. Wenn das nicht klappt, muss man es halt fixen. Aber wenn du super paranoid bist, könntest du dazwischen noch einen extra Integration Plan schauen. Was sozusagen alles, was du jetzt gesagt hast, ist auf dem Master auf der Integration und wenn dann alles grün ist, dann wird die Masterplan stehen. Und von dort her, das ist sogar die Podcast-Grenze. Bin ich okay. Okay. Kommt sicher auf die Größe des Teams oder was auch immer, aber und die Komplexität, also wenn ich jetzt nur Perl brauche, ist es ja nicht komplex. Wenn ich jetzt einmal Datenbank brauche und weiß Gott was und Apache und also ganz andere Tests laufen lasse als nur Perl-Tests. Das ist ja das, was ich tue, wenn ich den MCI dann mache. Ja. Vielleicht wäre das dann im nächsten Jahr der Vortrag, dass ich in den Projekten dann die diversen Services, die ich brauche, dann noch hochfahre. Es läuft im Probebetrieb, aber ist noch nicht präsentationsfähig. Noch jemand? Alle erschlagen? Wie sind wir denn in der Zeit?